Richtig, mit der Landwirtschaft haben wir uns im letzten Video bereits beschäftigt. Doch wie du sicher weißt, macht die Industrie ebenfalls einen großen Wirtschaftssektor aus. Dazu erfährst du jetzt mehr. Starten wir! Der sekundäre Wirtschaftssektor umfasst die Industrie, das Handwerk, Teile des Bergbaus und das Baugewerbe, also die produzierenden Gewerbe. In der Industrie werden insbesondere Produkte in Massen für einen überregionalen, zum Teil internationalen Absatzmarkt hergestellt. Dazu zählen beispielsweise Textilien, Fahrzeuge, Maschinen, chemische Erzeugnisse, Elektrogeräte oder Nahrungsmittel. Typisch für die industrielle Güterproduktion sind eine effiziente Arbeitsteilung und hohe Spezialisierung sowie eine kapitalintensive Technologisierung. Die wichtigsten Produktionsfaktoren der Industrie sind Arbeit und Wissen sowie Kapital und Rohstoffe aus der Umwelt. Das heißt, für einen funktionierenden Industriesektor braucht es vor allem hochqualifizierte Arbeitskräfte, die Wissen mitbringen oder in den Unternehmen Innovationen entwickeln. Außerdem wird Kapital in Form von Geld benötigt, das in Gebäude, Maschinen oder im Produktionsprozess investiert wird. Die Güterproduktion zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung benötigt Rohstoffe, die aus der natürlichen Umwelt abgebaut werden. Dieser Eingriff führt im Bereich des Rohstoffabbaus zum einen zu einer Zerstörung der lokalen Ökosysteme und zum anderen langfristig zu einer Ressourcenverknappung. Außerdem werden bei der industriellen Produktion Schadstoffe erzeugt, die in die Umwelt emittiert werden und die sogenannten freien Güter wie Luft, Wasser und Boden verschmutzen. Um Probleme wie die Ressourcenknappheit und die belasteten Ökosysteme anzugehen, wurden von der Internationalen Staatengemeinschaft mit der Agenda 21 die Sustainable Development Goals entwickelt, mit der eine sozial- und umweltverträgliche wirtschaftliche Entwicklung angestrebt wird. Auch Unternehmer übernehmen immer häufiger Verantwortung für ihre Umweltinteraktion, indem sie beispielsweise auf eine emissionsarme Produktion umstellen. Der Begriff Corporate Social Responsibility steht dafür. Der Industriesektor umfasst viele Wirtschaftszweige und ist entsprechend vielfältig hinsichtlich seiner Produkte und Produktionsmethoden. Räumliche Unterschiede gibt es auf allen Maßstabsebenen. Am Beispiel Deutschlands werden regionale, räumlich-strukturelle Unterschiede sichtbar. So sind das Rhein-Ruhr-Gebiet und die Großräume Stuttgarts, Münchens, Hamburgs und Hannovers bedeutende Industriezentren. Die Industrie der ostdeutschen Bundesländer ist dagegen weniger bedeutend. Global wird zwischen den sogenannten Industrieländern des Nordens und den sogenannten Entwicklungsländern des globalen Südens, in deren Wirtschaft die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle spielt, unterschieden. Daneben gibt es Newly Industrialized Economies, also Schwellenländer, deren Wirtschaft sich in den letzten Jahrzehnten industrialisierte. Der Begriff Industrialisierung beschreibt den Ersatz von manuellen Handarbeitstätigkeiten durch maschinelle Fertigung in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. In den Industriestaaten industrialisierte sich die Wirtschaft bereits im 18. Jahrhundert. Heute sind diese Volkswirtschaften, zu denen auch Deutschland gehört, hochtechnologisiert und exportorientiert. Sie verfügen im Gegensatz zu vielen Agrargesellschaften über eine eigene industrielle Güterproduktion und ein hohes Pro-Kopf-Einkommen. Das verarbeitende Gewerbe ist hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts und hinsichtlich der Anzahl der Erwerbstätigen sehr viel bedeutender als die Agrarwirtschaft. Seit Ende des 20. Jahrhunderts werden in den Industriegesellschaften mit dem tertiären Sektor Dienstleistungen wirtschaftlich immer bedeutender. In Deutschland arbeiten heute bereits 3/4 der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Dieser Prozess wird Tertiärisierung genannt. Die einzelnen Wirtschaftssektoren sind dabei miteinander verflochten.
In der Industrie werden Produkte für die Landwirtschaft hergestellt und der tertiäre Sektor bietet unternehmensbezogene Dienstleistungen für Industrie- und Agrarunternehmen an. Soweit klar. Fassen wir nur noch einmal das Wichtigste für dich zusammen. Die Industrie ist Teil des sekundären Sektors und des produzierenden Gewerbes. Merkmale sind die Massenproduktion, die Arbeitsteilung, die hohe Spezialisierung und Technologisierung. Die Industrie greift auf Rohstoffe aus der natürlichen Umwelt zurück und belastet diese in bedenklichem Maße. Derzeit stehen wir vor der Herausforderung, unsere Wirtschaftsweise nachhaltiger zu gestalten. Räumlich-strukturelle Unterschiede im Industriesektor sind auf globaler Ebene zwischen Staaten, aber auch auf regionaler Ebene zwischen Industriegebieten und ländlichem Raum auszumachen. Okay, soweit dazu. Im nächsten Video beschäftigen wir uns genauer mit dem tertiären Sektor. Tippe oder klicke einfach hier links, um zu diesem Video zu gelangen. Darunter findest du unsere große Geografie-Playlist. Abo auf der rechten Seite oder unter diesem Video dalassen freut uns sehr. Bis bald, mach's gut und ciao.